als du diese Geschichte gehört hast, weil ich höre jetzt so viele hier im Internet, die glauben, dass das, ja, das war ein Inside-Job und so weiter und so fort. Wo du das gehört hast, hast du geglaubt, das war ein Inside-Job oder hast du geglaubt, das war wahrscheinlich irgendein Verrückter, der da gedacht hat, damit tut er was Gutes für den Islam. Also Was hast erstens du? mal ehrlich gesagt habe ich gesagt, Alhamdulillah, dass ich gerade in Erfurt bin und die Polizei auch gleich in der Nähe ist. So wissen Sie, ich habe ein Alibi. Weil du weißt ja, wir werden mit alles in Verbindung gebracht, Abu Hamza. Also wirklich, wie du gesagt hast, also mich würde Bruder, nicht wundern, wenn. ganz kurz, Bruder, da muss ich was zu sagen. Bruder, ich habe ein Küchenmesser, ich habe ein Küchenmesser zu Hause, so lang, Achi, und ich gucke heute auf die Hülle, weißt du, was da drauf steht? Solingen. Super. Ich habe gedacht, boah, Achi, wenn die bei mir in die Bude reinkommen, wenn sie in das Messer, dann denken die noch, das ist irgend so ein Zusammen. Oder so. Ja, Ich denke, boah, Küchenmesser das mit der wäre Hülle, so wo deutlich. Solinge drauf steht, ach. Das war so, das wäre so deutlich. Nein, weil wirklich, du hast auch recht gehabt. Also ich wundere mich nicht, wenn sie nach 2, 3 Tagen kommen und sagen, wir haben gesehen, dass er vor 3 oder 4 Jahren ein Video von mir oder von dir geschaut hat. Würde mich wirklich nicht wundern.